Pilger, die Prüfung des Verstandes wartet unten auf euch. Eure Aufgabe ist einfach. Zeigt, dass ihr unsere Vergangenheit versteht. Die Zwiesprache mit dem Hist lehrt uns, was wir waren, bevor er uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Sich an die Taten unserer Ahnen zu erinnern, heißt, sich selbst zu kennen. Lernt aus unserer Vergangenheit und richtet euer Handeln nach dem aus, was ihr erfahrt.
Ihr seid der Held von Aschberg, der Balrit-Töter. Ihr habt die Prüfung des Verstandes bestanden. Und das schneller als Hauptmann Henamo, wie ich sagen darf. Vielleicht ist er für besondere Intelligenzleistungen nicht geeignet. Eure nächste Prüfung ist die des Herzens, bei der unnötige Ablenkungen und Ausschweifungen zum Versagen führen. Folgt dem vielbereisten Weg, der von den Statuen vorgegeben ist. Geschwindigkeit ist von höchster Bedeutung. Nazux erwartet euch am Ziel. Seid ihr bereit? Jemand muss mir helfen. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Wie peinlich. Ich habe mir während der Prüfung den Knöchel verrenkt. Würdet ihr mich zurück nach Zischmir bringen? Ich schaffe es nicht alleine. Und es gibt so viele Bestien in dieser Marsch. Der Hist wird uns vergessen, wenn der Talmor mit ihm Kontakt aufnimmt. Was wollt ihr wegen dem Soldaten des Dominions unternehmen? Wie könnt ihr nur zulassen, dass das noch weitergeht? Der andere, der Elf. Er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Nun, eine gute Aufgabe ist ihre eigene Belohnung. Ich habe auf euch gewartet. Ihr habt die Prüfung des Herzens abgelegt. Zeit ist bedeutungslos. Denn die wahre Prüfung liegt in eurem Herzen. Ihr habt bereitwillig bei einer Aufgabe versagt, um jemandem in Not zu helfen. Das war eine notwendige Ablenkung. Die Prüfung des Giftzahns liegt noch vor euch. Ihr müsst mit großer Benachteiligung kämpfen. Bime Kaas wird euch bei euren Vorbereitungen helfen. Noch ein Pilger? Nur wenige heute, außer euch und diesem Soldaten des Dominions. Seid ihr für die Prüfung des Giftzahns bereit? Das tue ich. Sie ist recht simpel. Besiegt einen dieser Krieger im Duell. Dann habt ihr die Prüfung des Giftzahns auch schon bestanden. Oh, und ihr müsst Gift trinken. Nichts mit endgültiger Wirkung. Nur etwas, das eure Sinne trübt. Hier, sobald ihr das Feuer des Gifts in euren Adern spürt, fordert ihr einen Krieger zum Duell. Geht und beweist dem Hist, dass ihr seiner würdig seid.
möchte gerne meinen Wert beweisen. Eure ungesunde Blässe kommt vom Wurzelfäulegift. Hervorragend. Ich nehme eure Herausforderung an und überlasse euch die Ehre, den ersten Schlag zu führen. Schattenfen steckt voller Herausforderung. Eure ungesunde Blässe kommt vom Wurzelfäulegift. Hervorragend. Ich nehme eure Herausforderung an und überlasse euch die Ehre, den ersten Schlag zu führen. Was?
Ich möchte eure... Einige kommen, um die Xanmere zu sehen und suchen nach vergrabenen Schätzen. Bah, nur der Hist zählt. Was? Schattenfan steckt von... Eure ungesunde Blässe kommt vom... wegen der Prüfungen hier. Schattenfan.
Schattenfan steckt eure Ungeduld. Hütet euch vor diesen... Eure ungesunde Blässe... Schatten. Ich werde hier sein, falls ihr eure Meinung ändert. Schatten. Schattenfan steckt voller Herausforderung. Eure Um...
Schattenfeld. Eure Unikanoniker ein Lager des Dominions in diesen komischen Ruinen zerstört haben. Ich ergebe mich. Ihr kämpft wie Vamasu. Ich sehe, dass das Wurzelfäulegift keine bleibende Wirkung hat. Wie widerstandsfähig ihr seid. Ja. Und ihr habt es gut gemacht. Nur die wenigsten schaffen die Prüfung des Verstandes, geschweige denn alle drei Prüfungen. Sie sind nötig, um Körper und Geist darauf vorzubereiten, was einen danach erwartet. Ich sehe, dass das Wurzel... Ja, gut. Ich habe Histsaft in der Schale neben mir vorbereitet. Trinkt ihn, wenn ihr wünscht, Zwiesprache mit dem Hist zu halten. Das ist für jeden Pilger, der den Histsaft trinkt, anders. Ihr mögt vielleicht Wörter sprechen oder Gedanken haben, die nicht eure eigenen sind. Sobald der Hist euch alles gezeigt hat, was er euch offenbaren möchte, sucht Karmaks Ei auf der obersten Stufe unserer Pyramide auf. Er wird euch helfen, eure Visionen zu deuten. Ja.
Meine Liebe, ich habe die richtige Mischung gefunden. Das habt ihr schon vorher gehört, ich weiß, aber diesmal fühle ich es in meinen Schuppen. Wenn ich das trinke, dann kann ich... Dann können wir alle mit dem Hist Zwiesprache halten. Wir werden das zurückholen, was unser Volk verloren hat. Nun, heißt es wohl jetzt oder nie? Der Hist ist in meinem Geist. Wie merkwürdig. Ich muss... Jahrelange Arbeit und das ist das Ergebnis. Ich glaube es fast nicht. Ihr solltet der eine sein. Ihr habt mit dem Hiss Zwiesprache gehalten und den Bernstein verfeinert. Das Ablegen der Zartsteine war für mich Beweis genug. Unter uns. Schnell, aktiviert die Zartsteine. Was wollt ihr? Welch Macht! Sollte sie jemals in die Hände der Kotringi fallen? Ihr kehrt zurück. Als Wurzelwart muss ich sagen, dass eure Vision ein Geheimnis zwischen euch und dem Hist bleibt. Aber ich muss euch einfach fragen, was habt ihr gesehen? Zartsteine. Der Hist könnte euch einen Weg zeigen, Zischmir gegen zukünftige Bedrohungen zu verteidigen. Aber ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr von Hist-Bernstein gehört. Ihr solltet mit Kamax-Ei sprechen. Wenn jemand etwas darüber weiß, dann er. Fort, was der Hist ihm auch immer gezeigt haben mag, er hatte es wirklich eilig. Vielleicht ist seinesgleichen noch bedroht. Ein Freund meinte, die Quama in der Tiefklippengrube wären ganz wild geworden und hätten die Minenarbeiter angegriffen.
Seid gegrüßt. Der Blick in euren Augen. Wie ich sehe, habt ihr mit dem Hist Zwiesprache gehalten. Ihr und der Hauptmann des Dominions, das sind schon zwei Außenseiter an einem Tag. Ein Omen, falls es je eines gab. Die Frucht des Hists, ihre Magie versorgte einst die Zartsteine mit Energie und schützte uns vor all diesen Jahren vor unseren Feinden. Aber der Hist hat seit einer Ewigkeit keine Frucht mehr getragen. Warum fragt ihr? Oh nein. Hauptmann Henamo hat auch nach dem Histbernstein gefragt. Dann ist er in großer Eile abgereist. Wenn er über Bernstein verfügt, könnte er die Zartsteine gegen die Wurzelwarte, die Pilger und schlicht gegen jeden in Sishmir richten. Warum sollte der Hist ihm diese Vision zeigen? In Richtung der westlichen Ruinen. Wenn ihr Hist-Bernstein findet, dann lasst ihn Hauptmann Henamo bloß nicht in die Hände fallen. Kehrt zu mir zurück, so schnell ihr nur könnt. Sollte das Dominion vorhaben, Zishmir zu erobern, muss ich eine Verteidigung organisieren. Ich bete, dass der Hist-Bernstein für immer verloren ist. Hauptmann Henamo darf nicht über Zishmirs verlorene Macht herrschen. Der Hist schert sich nicht um Königreiche oder Politik. Er teilt mit uns, was wir vergessen haben. Wie wir seine Gaben nutzen, ist unsere Sache. Was ist unseren Pilgern zugestoßen? Wo könnten sie sein? Die Pilger sollten schon vor Stunden ankommen. Ich habe heute einige Pilger aus dem verlassenen Weiler erwartet. Wegen der anstehenden Prüfungen muss ich hierbleiben und keiner der anderen Wurzelwarte hat Zeit, die Straße nach Nordosten abzusuchen. Falls ihr in diese Richtung geht, würdet ihr dann nach ihnen schauen?
sobald ich euch erledigt habe, wird Fisch mir unser sein. Zum Gruße. Seid gegrüßt.
Größe. Sie sollten keinen Soldaten des Dominions einlassen. Ihr habt nicht den Hist erfreut heute. Ihr habt eher die Erwartungen des Hists erfüllt. Ein feiner Unterschied, aber notwendig, um den Hist zu verstehen. Ihr habt ein Geheimnis unserer Vergangenheit gelüftet. Eines, das so gut verborgen war, dass wir es tatsächlich übersehen haben. Wir werden diese Erinnerung bewahren, bis sie erneut verloren geht. Dann wird in Zeiten großer Not der Hist eure Taten unseren Nachkommen offenbaren. Ihr habt ein Geheimnis. Meine Pferde sind... Hallo. Ein aufgeräumter...
Hört, hört! Die Ausgangssperre wurde beendet. Der Mörder wurde gefasst und der Fürstreiter des Königs hat sich um ihn gekümmert. Hört, hört! Die Gefahr in den Wäldern von Dänia ist vorüber. Die Beldamer Wirt berichten, dass ein mächtiger Held ihnen bei der Heilung der Verderbtheit des Landes geholfen hat.
Hört, hört! Ein Bote der Löwengarde hat gerade die Kunde überbracht, dass Kamlorn befreit wurde. Die Werwölfe von Kamlorn wurden besiegt. Hört, hört! Der Schurke Angov, ein gesuchter Raig-Magier, Nekromant und Feind der Krone, wurde bei Khad Bedraud erschlagen. Hört, hört! Die Ausgangssperre wurde beendet. Der Mörder wurde gefasst und der Fürstreiter des Königs hat sich um ihn gekümmert. Was ihr braucht. Es scheint, als könnte ich nicht vor.
Hört, hört! Die Gefahr in den Wäldern von Dänia ist vorüber. Die Beldamer Wirt berichten, dass ein mächtiger Held ihnen bei der Heilung der Verderbtheit des Landes geholfen hat. Hört, hört! Ein Bote der Löwengarde hat gerade die Kunde überbracht, dass Kamlorn befreit wurde. Die Werwölfe von Kamlorn wurden besiegt. Hört, hört! Der Schurke Angov, ein gesuchter Raid-Magier, Nekromant und Feind der Krone, wurde bei Khad Bedraut erschlagen.
lang haben die Hauträuber Honda geholt? Schon vor Wochen? Monaten? Jahren? Stahl und Stein. Hallo. Willkommen in der Bank von Dolchstoß.
Willkommen in der Bank von... Hallo. Edode, Denima, Jejota. Edode, Denima, Jejota. Edode, Denima, Jejota. Jejora, Denima, Jejota. Jejora, Denima. 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 Jejota. Edora, Denima, Jejota. Edora, Denima, Jejota. Edora, Denima, Jejota. Edora, Denima, Jejota. Jaira, Mako, Jejota. Jaira, Mako, Jejota. Jaira, Mako, Jejota. Jade, Mako, Jejota. Jora, Mako, Ta. Odra, Mako, Ta.
Kojara, Mako, Ta. Ich wünsche euch sichere Straßen, weiche Betten und volle Flaschen. Willkommen in der Bank. Edode, Rakeba, Ta. Edode, Rakeba, Ta. Edode, Mako, Ta. Edode, Mako. Rekude Mako Ta.
Rekude, Mako, Ta. Pojode, Mako, Ta. Mit dem Schlimmsten. Und ihr könnt nur positiv überraschen. Willkommen in der Bank von Dolchsturz. Es ist nicht meine Aufgabe, dumme Fragen zu beantworten. Jade, the Kipa, Ta. Edode, the Kipa, Ta. Edode, the Kipa, Ta. Edora, the Kipa, Ta. Edora, the Kipa, Ta. Jaira, the Kipa, Ta. Jaira, Makoma, Ta. Jaira, Makoma, Ta. Jaira, Makoma, Ta. Rekude, Makoma, Ta. Rekude, Mako, Ta. Rekude, Mako, Ta. Rekude, Mako, Ta. Rekude, Mako, Ta. Pojode, Mako, Ta. Pojode, Mako, Ta. Pojode, Mako, Ta. Pojode, Denis.
Ojara, Denis, Ta. Ojara, Denis, Ta. Ojara, Denis, Ta. Jaira, may it ta. Jaira, may it ta. Jaira, may it ta. Edora, Makoma. Edora, Makoma. Ta. Wirklich? Wer war das? Weiß jemand, woher dieser Fremde gekommen ist? Heldenwürdig. Wenn alles gesagt und getan ist, wurde mehr gesagt als getan. Willkommen in der Bank. Willkommen in der Bank. Hallo. Tade, Denis. Denis, ta. Tade, Denis, ta. Tade,
Denis. Ta. Tade. Oko. 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 Ta. Jade, Deteri, Ta. Jade, Mako, Ta. Jade, Makoma, Ta. Jade, Meip, Ta. Jade Okori Ta. Zum Gruße. Willkommen in der Bank.
Habt ihr gehört, dass die große Fessel zerstört wurde? Ja!
zum Gruße. Ihr habt es geschafft. Ich war nicht sicher, ob ihr es schafft. Ich hatte schon seit Tagen nichts mehr zu trinken, aber ihr habt die Zutaten, die ich brauche. Und es ist Zeit zu feiern. Gebt mir das Fleisch. Unauffällig. Venazar ist schon hier und er ist misstrauisch. Aber wenn er nicht sieht, wie ihr mir die Zutaten gebt, wird er zugeben müssen, dass ich die Wette gewonnen habe. Hilfe? Ihr habt mich vor einem Schicksal gerettet, das schlimmer wäre als der Tod. Was diese Agonia vorhatte. Nun, ihr werdet schon sehen. Aber jetzt ist jemand anders in die Grube geplumpst. Bitte, nehmt diese Belohnung. Es ist nicht viel, aber ihr hättet es euch 10-mal verdient. In Ordnung, Echse. Hier ist das Fleisch, das ich für euch besorgt habe. Bezahlt. Anve ist eine Jägerin, eine sehr geschickte Jägerin. Und in ihrer Tasche ist immer und ewig Beute drin. Oh, das ist so peinlich. Warum würde jemand von uns stehlen? Wer würde die Relikte stehlen? Sie haben nur einen historischen Wert. Drei einfache Werke aus Stein, ein Teil unseres Erbes. Keine Juwelen, kein Gold, nichts von Wert für eine Trockenhaut. Diebstahl ist in Sishmir zwar nicht unbekannt, aber selten genug, dass ich nicht einmal wüsste, wo ich anfangen sollte, nach dem Täter zu suchen. Was für ein Tatendrang! Ihr solltet darüber nachdenken, euch den Prüfungen der polierten Schuppen zu stellen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde jede Hilfe begrüßen. Ich hatte die Relikte auf diesem Wagen verstaut. Vielleicht hat einer der Pilger etwas bemerkt, das ich übersehen habe. Ich bleibe hier, um die übrigen Relikte zu beschützen. Unsere Erbstücke bewachen. Welch ein seltsamer Gedanke. Unsere Geschichte. Schnitzereien, Schlüsselsteine und Teile von Sishmir selbst. Alles raue, alte Steine. Einmal in jeder Jahreszeit bringen wir sie zu unseren Pilgerstätten. Sie sind für jeden außer uns wertlos. Die Winde tragen seltsame Samen nach Sishmir. Werden sie anwachsen? Es ist letzte Nacht passiert. Mehr weiß ich nicht. Ihr wolltet mit mir sprechen? Ich habe ein seltsames Geräusch bei Ihrem Wagen gehört. Ich sah jemanden aus meinem Volk. Mit einer roten Jacke und mehr weiß ich nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Wer immer es auch war, ist nach Osten gelaufen. Mehr weiß ich nicht. Zum Gruße.
Kerk, ist es jetzt eure Angewohnheit, Häuser zu stürmen? Ich weiß nichts von gestohlenen Relikten. Und jetzt verschwindet aus meinem Haus! Halt! Irgendein hochelfischer Pilger hat mir mein Schwanzgewicht in Gold für diese Dinge geboten. Doch nachdem er sie gesehen hat, meinte er, sie wären nutzlos. Nehmt die Relikte. Ich möchte mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Dominion soll für seine Ich trauere. Soldaten des Dominions haben mein Zuhause zerstört. Ohne die Hilfe der Schattenschuppen hätte ich nicht fliehen können. Das Altmeri-Dominion. Es ist mit seinen Schiffen in unserem Dorf südöstlich von Zischmir angelandet. Dann haben die Soldaten begonnen, alle abzuschlachten. Als nächstes kommen sie vielleicht hierher. Ich habe mich in einem Haufen aus Eingeweiden versteckt. Ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Aber dann hat mich eine Schattenschuppe namens Leises Moos gefunden und mir bei der Flucht geholfen. Ich weiß nicht, was danach mit ihm geschehen ist. Wenn ihr helfen wollt, dann geht ihn suchen. Er könnte noch dort sein. Hallo! Habt ihr unsere gestohlenen Relikte zurückgeholt? Unsere Relikte wurden von einem der unseren gestohlen? Er wusste, dass sie für Fremde wertlos sind. Vielleicht hat sein Ei vor dem Schlüpfen zu wenig Sonne abbekommen. Sei's drum. Es reicht schon, dass ihr sie uns zurückgebracht habt. Kommt, zeigt die Schuppen des Handels.
Pause würde mir gut tun. Die Schuppen des Handels. Schließt die euren Handel ab. Werde ich mich dem erneut widmen. Zumindest bekomme ich etwas erledigt. Ein Blick kostet nichts. Es ist kein Ende in Sicht. Thank you.
Stimmt es, dass die Lotterseuche jeden, der sie befällt, in einen Zombie verwandelt? Zum Gruße. Ah!
Wo könnte es nur sein? Nicht so laut. Ihr verratet noch, wo wir uns befinden. Ich bin eine Späherin der Vizekanoniker. Ich beobachte seit Tagen das Treiben des Dominions in Zug. Zug war seit Jahren verlassen. Und der Einzige, der dort noch lebt, ist ein verrückter Kotringi. Das Dominion hat ihn in der Mitte des Dorfes gefesselt. Sie suchen nach einem magischen Relikt, das man einen Schlüsselstein nennt. Wenn sie ihn finden, könnten sie in Schattenfen eine Menge Chaos stiften. Vielleicht kann dieser Kotringi uns dabei helfen, ihn zu finden, bevor das Dominion es tut. Könntet ihr nach Zug eindringen und ihn retten? Seid vorsichtig mit diesem Kotringi. Soweit ich gesehen habe, wirkt er etwas unausgewogen. Das heißt, falls er wirklich ein Kotringi ist, er wäre der Letzte seiner Art. Manche sagen, sie wären Nachfahren der Nidia. Sie lebten schon seit Anfang der Chroniken in Schwarzmarsch. Die Knaateen-Grippe hat ihre Kultur ausgelöscht. Wir dachten, sie wären alle tot. Es sind Relikte, die die Energien von Loriacel nutzbar machen. Wer alle Schlüsselsteine und Loriacel selbst kontrolliert, würde dadurch so gut wie unaufhaltsam werden. Offenkundig wäre es verheerend, wenn sie dem Dominion in die Hände fielen. Ihr dort, bindet uns los! Wie wir sehen, erkennt ihr einen König nicht, wenn er an einen Pfeiler gebunden ist. Daher bitten wir euch, uns loszubinden. Vielleicht, aber wir können nicht klar denken, solange unser Königreich in Trümmern liegt. Wir können langsam nachempfinden, wie sich ein Eber fühlen muss, den man für ein anstehendes Gelage verschnürt hat. Folgt uns! Unser Kastell ist nicht weit von hier. Ihr habt euch als würdig erwiesen, zu unseren Untertanen zu gehören. Wie heißt ihr? Dann werden wir euch nun zum Dienst an uns verpflichten. Wir sind König Drilk, euer Lehnsherr. Wir werden alle eure Bitten erwägen.
sofern ihr welche haben solltet. Sobald das Königreich wieder sicher ist und unsere Würde wiederhergestellt wurde, wird der Schlüsselstein sich ganz von selbst offenbaren. So sagt es die Prophezeiung. Der erste Punkt auf unserer Tagesordnung ist das Anfertigen einer neuen Krone. Wir spüren eure Zurückhaltung, doch ohne Krone werden wir nicht das Geringste unternehmen. Ihr seid schlau. Wir wagen es nicht, an eurer Ehre zu zweifeln, wo sie euch doch bis oben hin ausfüllt. Es ist wahr, wir brauchen keine Krone, um König zu sein. Doch wie könnten wir ruhig regieren, wenn unsere Untertanen doch in schrecklichster Gefahr schweben? Die Invasoren binden unsere Untertanen mit verderbter Magie. Sie halten Leram, Detrell und Sarase in unserer Niederung gefangen. Wenn Magier die Hilflosen binden, dann halten sie stets eine Schriftrolle der Befreiung in der Nähe bereit. Findet eine dieser Schriftrollen und befreit unsere gebundenen Untertanen. Ein guter König lauscht seinem Volk. Wir hören das Flehen, Tag und Nacht. Selbst jetzt sprechen sie zu uns. Wir finden es verwunderlich, dass ihr es nicht auch vernehmt. Die Magier verbringen ihre Zeit damit, Zaubersprüche zu beschwören und im Schlamm zu wühlen. Als ob es nicht genug war, unsere Bürger zu binden, jetzt entehren sie auch noch unser Land. Es sind natürlich unsere Leute. Selbst wenn sie es nicht wären, würden wir es nicht dulden, dass jemand eine derart grobe Behandlung erfährt. Nicht in unserem Königreich.
immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt.
Moin. Mögen die Göttlichen euch segnen. Über den Schlüsselstein ausgefragt. Ich habe ihnen nichts gesagt.
Wir hören das Wehklagen unseres Volkes nicht mehr. Habt ihr sie befreit? Geister? Unsinn. Kommt, wir zeigen es euch. Unsere Untertanen warten am Turm des Schlosses auf eine königliche Verlautbarung. Ihr werdet schließlich nicht jeden Tag die Ehre haben, einen König durch sein Reich zu begleiten. Und ihr werdet ihn bekommen, wie es die Prophezeiung will. Der König in seinem Turm verkündet die Stunde des Schlüsselsteins. Habt keine Angst, euer König wird das Gefäß eurer Erlösung sein. Keine Gnade. Euer König befiehlt es. Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, müsst ihr eure Zunge als Schlüssel einsetzen. Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, müsst ihr... Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen... von den alten Königen weitergegeben. Versucht sie nicht mit Blut zu bespritzen. Wir sind zurückgekehrt. Jubelt! Euer König fordert sein Königreich zurück. Lange haben Invasoren unsere Lande belagert, aber fürchtet euch nicht, denn unsere königliche Armee hat einen neuen Hauptmann. Kommt und sprecht mit den Leuten, Hauptmann. Warum sprecht ihr mit uns? Sprecht mit unseren Bürgern, Hauptmann der königlichen Armee. Ihr möchtet kein Hauptmann der königlichen Armee werden? Es tut uns sehr leid, aber der einzige andere freie Posten wäre der eines königlichen Gespielen. Wir möchten hier wirklich niemanden beleidigen, aber in dieser Hinsicht weckt ihr bei uns kein sonderlich großes Interesse. Was ist los? Pflicht? Der Schlüsselstein. Jetzt erinnere ich mich. Vergebt mir. Die Folter des Dominions hat die Gedanken aus mir heraus. Als meine Leute noch lebten, haben wir den Tempel mit einem Schutzzauber versiegelt. In meiner Sprache bedeutet es, öffne dich. Ich habe früher so viele Sprachen gehört. Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, müsst ihr eure... Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen... Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen...